Bewegte Zeitmann der BTU Cottbus-Senftenberg, das Gründerzentrum hat heute Grundsteinlegung gefeiert. Welchen Stellenwert hat das für die BTU? Das Gründerzentrum wird die Heimat werden für unsere Studierende, für Mitarbeiter, die gründen wollen. Und wir sind sehr, sehr dankbar, dass das so uninah jetzt entsteht. Das ist ein Raum für Kreativität, ein Raum, wo sich Gründer zusammenfinden können, wo wir Workshops machen können, wo wir Kapitalgeber einladen können, wo wir die Gründer coachen können. Und dieser Ort hat gefehlt in Cottbus. Dann haben wir jetzt vor kurzem, erst diese Woche, haben wir im deutschlandweiten Fernsehen eine BTU-App oder eine Gründer-App von der BTU gesehen, Paterina. Ist das so ein Startup, wo man hofft, dass da noch mehr bei rauskommt, wenn so ein Gründerzentrum ist, wo die Beratung alles da ist? Sicherlich, da werden diese Arten von Gründungen, wie jetzt die Paterina, von vornherein, von Anfang an auch begleitet. Und auch die unsicheren, schwierigen Phasen lassen sich dann gemeinsam und mit der richtigen Unterstützung auch viel, viel leichter ausräumen. Unsere beiden Gründer in der Höhle der Löwen haben das nicht gebraucht. Die sind einfach gründungsaffin, die wussten sich selber zu helfen. Die haben den Gründerservice der BTU natürlich in Anspruch genommen, aber die hatten nicht den Raum, wo sie sich dann zusammenfinden und austauschen. Und da erhoffe ich mir doch nochmal einen ganz neuen Schub. Aus den ganzen Forschungsinstituten, wo gerade die Zusagen kommen im Zuge des Strukturwandels, erhofft man sich ja auch einige Ausgründungen mit der Wirtschaft zusammen. Gestern kam jetzt die Zusage zum Fraunhofer. Das ist ein Lohn der Arbeit der letzten Jahre? Auf jeden Fall. Wir haben diese Gründung dieses Fraunhofer-Instituts für Energieinfrastruktur und Geothermie ganz, ganz aktiv begleitet. Wir werden da auch eine gute Brücke ins Rheinische Revier hinbekommen, weil dieses Fraunhofer-Institut an beiden Standorten verortet sein soll. Wir werden dadurch eine deutlich engere Anbindung an die Fraunhofer-Gesellschaft insgesamt bekommen, gemeinsam natürlich mit unseren anderen Themen im IT-Bereich. Aber gerade der Bereich Energie, Anbindung Fraunhofer wird uns nochmal sehr, sehr stärken. Gibt es Ideen seitens der Hochschule, das Gründerzentrum inhaltlich, also im Lehrbetrieb vielleicht auch irgendwie mit einzubinden, dass man Studierenden automatisch mit dem Gründervirus auch infiziert? Wir haben Konzepte in der Tasche. Wir haben auch das Thema Gründung in der Lehre jetzt schon verankert. Aber wir wollen jetzt gemeinsam auch mit dem Gründerzentrum und den Akteuren dort vor Ort auch das Thema in der Lehre stärker verankern und auch Module anbieten, die von außen gebucht werden können im Rahmen von einem Master oder weiterbildenden Master, wo das Thema Gründung auch nochmal stärker in Fokus kommt, in der Hoffnung, dass die Menschen dann hierher kommen und auch hier gründen und bleiben oder mit Gründungsideen schon zu uns kommen und dann im Gründerzentrum ihre ersten Schritte wagen und dann hier in der Region wachsen und groß werden.